Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Wir sind am letzten Teil vom Jahres-GR angelangt und widmen uns heute der Heckpartie. Er bekommt einmal von uns beide Heckflügel und zum Schluss dann nochmal den Diffusor. Wie ich das Ganze jetzt in rasend schneller Zeit verbaue, seht ihr nach dem Intro. Wie ihr es schon sehen konntet, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Wir fangen ganz oben an mit dem oberen Heckflügel. Wie immer einmal die Passgenauigkeit kontrolliere. Und in dem Zug, wenn ihr jetzt nicht gerade zu zweit seid, könnt ihr schon eure Markierungen setzen. Hier ist es wichtig bei dem Heckflügel, da müsst ihr genau auf die Positionierung achten, damit hier ein leichter Abstand herrscht. Also es geht nicht komplett bündig auf den Originalspoiler, wir haben hier einen leichten Übergang. Und dann können wir das Ganze dementsprechend jetzt schon mal fixieren, wie wir es haben wollen. Wir haben ja hier eine Kante drin in unserem Heckflügel. Der entspricht in etwa der Unterkante vom Seriespoiler. Dann können wir das hier mal ansetzen. Einmal grob fixieren. Das ist nicht verrutschen kann. Das gleiche machen wir jetzt hier neben. Und jetzt, wie gesagt, müsst ihr vergleichen, dass ihr hier links und rechts natürlich den identischen Spalt habt. Also, das passt hier auch ganz gut. Jetzt tun wir die Abstände links und rechts kontrollieren. Das sieht sehr gut aus. Und dann nochmal als Anhaltspunkt könnt ihr euch hier unten an der Klebekante orientiere, dass sie in etwa parallel läuft. Und ebenso auch hier die Sicke von unserem Heckflügel. Und das sieht hier auf beide Seiten echt saugut aus. Kann man auf jeden Fall so übernehmen. Das heißt, ich setze jetzt hier meine Markierung. Hier neben könnt ihr dann sehen, machen wir das ganze Klebeband weg, auch schon mal die Schutzfolie, die brauchen wir ja dann gleich nämlich. Das hier ist meine Ansatzkante, dann weiß ich nämlich genau, hier ist er passend. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite natürlich. Und hier ist jetzt wichtig, merkt euch in etwa hier den Abstand. Wir haben hier so in etwa, ich würde sagen, 3 mm roundabout. Dann kommen wir wieder zu meinem altbewährten Trick. Einmal hier neben wieder die Schutzfolie abziehe. Und dann einfach hier eine kleine Lasche reinkleben. Und dann seht ihr gleich, wie einfach ihr das abziehen könnt. So, die biegen wir gleich um. Und dann setzen wir das gute Stück hier an. Wenn ihr jetzt allein seid und keine zweite Person habt, die hier zusätzlich noch heben kann, einfach hier auf der gegenüberliegenden Seite das ganze Ding auch noch mal ein bisschen fixiere, damit er nicht ganz abhaut. Achtet auch hier drauf, ordentlicher Anpressdruck auszuüben. Der Hersteller schreibt hier 20 Kilogramm in etwa vor. Dann haben wir auch die optimale Klebekraft. Und der obere Flügel ist drauf. Das gleiche machen wir jetzt mit dem unteren Flügel. Von der Vorgehensweise her ist alles dasselbe. Und dann gehen wir noch an den Diffusor. Also schaut mal ein bisschen über die Schulter. Et voilà, auch der zweite Flügel im Handumdrehen montiert.
Jetzt müssen wir einmal Stockwerk hochgehen und dann widmen wir uns gleich dem Heckdiffusor. So, wie ihr sehen könnt, hat der Toyota Yaris ja schon einen leichten, dezenten, sportlichen Diffusor. Also da hat Toyota schon mal gute Vorarbeit geleistet und nicht einfach hier bloß gerade Abblendung oder was drauf gemacht. Also, aber es geht natürlich noch mal ein Ticket besser. Deswegen haben wir hier einfach unser Add-on, das dann hier dazu kommt, um einfach die ganze Heckpartie noch mal etwas aggressiver zu machen und vor allem den Diffusorbereich noch mal markanter quasi darzustellen. Auch hier wird das Ganze mit dem doppelseitigen Klebeband einfach befestigt, also easy going. Und von der Vorgehensweise auch hier recht einfach. Das heißt, einmal die Position uns ansetzen, wie er später sitzen soll. Nochmal gegenkontrollieren und dann sieht es sehr gut aus. Der Unterschied hierbei ist jetzt, dass ich einmal alle Schutzfolie jetzt direkt abziehe. Und auch hier vorher noch mal kurz mit dem Surface Cleaner drüber. So, achtet noch drauf, ihr seht hier, hier sind so ein paar Staubfussel drin. Die tue ich jetzt gerade mit dem Pulli noch mal wegwischen. Alternativ natürlich mit dem Mikrofasertuch oder auch mit der Druckluft. Und dann setzen wir das gute Stück mal an. Ich nehme jetzt hier die obere Markierung in Augenschein, dass er hier neben sitzt. Und hier haben wir die Möglichkeit, hinten schön gegenzuhalten und ihn anzudrücken. Und auch hier wieder ein Kinderspiel mit der Montage. Alles in allem sind wir jetzt durch mit dem Ganzen. Ich finde jetzt auch hier auf den ersten Blick sieht es sehr, sehr gut aus. Gerade der Diffusor hinten gefällt mir auch jetzt nochmal sehr gut. Und in Handumdreher haben wir jetzt einen Yaris GR einmal komplett CSR equipped. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt auf der Straße aussieht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Teilt es gern in die Welt hinaus und vor allem ganz wichtig, ich will mal wissen, wie gefällt euch das Fahrzeug jetzt mit unseren Anbauteilen. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß jetzt beim anschließenden Carporn und bis zum nächsten Mal. Ciao!